Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und ganz kurz zu unserer Futtersituation. Unsere Futter sind jetzt alle wieder verfügbar und nicht nur das. Alle unsere Futtersorten sind jetzt auf Basis der neuen Mikronährstoffe wieder da. Wir haben alle Futtersorten komplett neu produzieren lassen. Einige Futtersorten waren nicht mehr verfügbar, so zum Beispiel das Number One Zink. Da haben wir einen Schritt länger gebraucht, um es neu zu produzieren, weil jede Änderung im Futter ist auch, was Produktionstechnik angeht, wieder eine Herausforderung. Und so können wir jetzt sagen, sind wir noch rechtzeitig vor Weihnachten wieder sogenannte Vollsortimenter. Vielleicht die, die vor einigen Wochen den Blog nicht angeschaut haben. Ganz kurz, wir haben die Mikronährstoffe geändert. Wir werden das einmal im Jahr machen. Warum? Man weiß, bei solchen Inhaltsstoffen kann es bei Tieren theoretisch zu einem Gewöhnungsfaktor kommen. Gewöhnungsfaktor heißt, dass die Tiere sich zu sehr an den Stoff gewöhnen und dann die positiven Effekte, die dadurch ausgelöst werden, nicht mehr vollumfänglich genutzt werden können. Und von daher eine Abänderung schafft da wieder einen neuen Reiz an den Darm, einen neuen Reiz an den Organismus und von daher tipptopp. Wir haben es gemerkt bei unserem Number One Tosai, ja. Was wir jetzt gemacht haben, das wird demnächst auch auf den Markt kommen, unsere kleinen Karashi-Goi. Die sind gewachsen wie noch nie, sensationell. Und so können wir jetzt sagen, wir werden die nächsten 3 Tage bis einschließlich Montag, können Sie noch unsere gesamten Futtersorten zum reduzierten Preis, wie wir ihn in den letzten Wochen hatten, noch kaufen. Dann werden wir wieder auf Normalpreise umgehen und die nächste Aktion ist dann wieder Weihnachten. So wissen Sie jetzt, wie Sie planen können, wie Sie planen müssen, falls Sie gerade nicht mehr genügend haben, um bis Weihnachten zu überdauern. Die Temperaturen sind jetzt nicht mehr die höchsten, aber es ist jetzt auch noch nicht richtig kalt. Also vor allem der September war ja eigentlich extrem mild. Wie viel Grad hast du zu Hause im Teich gehabt? Du heizt auch nicht? 12 bis 14, je nachdem. Also es war recht stabil, aber man hat schon gemerkt, es ist deutlich kühler geworden. Aber die Fische haben wirklich Hunger. Also da kann man doch auch noch einiges füttern und sie auch noch gut für den Winter eben fit halten. Das kann ich auch sagen. Bei mir zu Hause, die 3 Teiche, in allen sind derzeit einige Koi drin. Und die sind jeden Morgen, jeden Mittag hungrig ohne Ende. Abends gebe ich nichts mehr, aber 2-mal am Tag kriegen sie momentan noch. Und erst wenn die Temperaturen mal deutlich unter 10 Grad sind, ist dann Schluss. Und auch die letzten Blogs, die wir außen gedreht haben, waren die Teiche auch noch so 12 bis 14 Grad. Also, dann würde ich sagen, bestellen Sie. Jetzt ist wieder alles da. Machen Sie es gut und danke für Ihr Vertrauen. Bis dann. Ciao.